Das ist Riva Vergara. Und jetzt passt mal auf. Geil, oder? Ich drehe mich mal eine Runde, dann könnt ihr sehen, was für eine Wahnsinnsaussicht man hier hat. Das ist hier der Berg Monte Brione, der kleine, hier mitten in Riva Vergara. Und da hinten, da oben, liegt echt viel Schnee. Cool, oder? Ach so, und zwar da oben waren wir gestern. Oder vorgestern? Na, vor ein paar Tagen halt. Das ist der Monte Baldo. Hier kann man bis in den nächsten Ort am Strand entlang gehen, bis nach Torboli. Da geht man unter diesen Berg runter durch. Und das sind bestimmt 5-6 Kilometer dann. Und dort hinten, da ist Malcesine. Und überall an der Strandpromenade hier sind so Verleihe. Da kann man Fahrräder ausleihen oder so Touren buchen. Klettersteige, Canyoning, Climbing. Ja, und ganz viel halt Mountainbiking. Ja, hier im Park wird überall Sport gemacht. Da haben welche eine Slackline aufgebaut. Und da immer entlang am Wasser kommt man in den nächsten Ort. Da sieht man die Häuser schon, Torbole. Das oben vor dem Weißen, das ist der Gipfel vom Monte Brione. Also ziemlich flach. Halbe Stunde, da ist man da oben. Und hier ist der Yachthafen. Der Monte Brione, der teilt Torbole und Riva Vergara. Das ist jetzt nicht zu sehen, hinter den Olivenbäumen hier. Und im Sommer sieht man von hier aus die ganzen Surfer, Stand-up-Paddler und Segelboote. Es ist ganz schön anstrengend, hier hochzulaufen, weil es viele Treppenstufen sind, die echt hoch sind. So, muss man einen ganz schönen Schritt machen und gut zu Fuß sein, obwohl der Berg nicht sehr hoch ist. Und irgendwann wird es dieser Wanderweg, der ein bisschen leichter zu laufen ist. Aber passt mal auf, jetzt sind wir nicht mal auf halber Höhe und trotzdem, die Aussicht hat sich jetzt schon gelohnt. Oder? Das ist Torbole. Und da am See entlang führt die Straße nach Malcesine. So, einen leckeren Latte Macchiato und was zum Knabbern. Und jetzt genießen wir die Sonne hier. Da diesen Fluss, der da fließt, das ist übrigens der Zufluss zum Gardasee. Sieht man das? Das heißt Saka. Ich hoffe, das sieht man. Die Sonne blendet hier so, dass ich selbst nicht sehe. Dort, wo die weiße Brücke drüber geht. Das ist der größte Zufluss vom Gardasee. Und der Abfluss ist ganz hinten.
am anderen Ende. Und dieser Saka, der fließt bis nach Arco. Das ist ja der Ort, wo wir eigentlich ankommen wollten, aber kein Restaurant gefunden haben. Dort kommt dieser Zufluss her. Da unten, da kann man jetzt so für Anfänger Klippenspringen üben. So, jetzt noch ein letztes Mal diesen Ausblick genießen. Und dann geht's wieder bergauf. Ist das nicht ein schöner Sonnenuntergang? Seht mal, mitten im Grün wachsen hier plötzlich Palmen aus dem Efeu raus. Als wenn hier jemand Samen gestreut hätte. Also überall hier. Dort ist schon eine ziemlich große. Mitten im Pinienwald. So, jetzt habe ich mir ein paar Stecklinge ausgetopft oder ausgepflanzt aus dem Boden und in einer Hundetüte mit etwas Erde eingesetzt. Ich hoffe, bis zu Hause halten die das aus. Hier am Hafen, der ist hier in der Nachsaison oder Vorsaison, wie auch immer, kostenlos. Auch eine gute Möglichkeit, hier sein Auto abzustellen. Man steht jetzt allerdings schon woanders. Sie geht erstmal schwimmen. Gefunden, die schöne Altstadt. Typisch italienisch halt. Dort ist ein Museum. Hier wird gebaut, ist ja klar, in der Nebensaison wird immer gebaut. Na, was denkt ihr, was das ist? Das ist das Elektrizitätswerk von Riva del Garda. Da kann man so ein bisschen die Leitungen sehen, da oben. Da vor allem.
Wie überall hat alles zu. Ist ganz spannend, denn im Sommer kriegt man keinen Platz, weil es so voll ist. Und im Winter hat alles zu. Hier scheint die Shoppingmeile zu sein. Na, ich bin gespannt. Also, ich habe doch noch was gefunden, wo auch eine Menge Leute sitzen. Jetzt ist erstmal Kaffeepause. So, jetzt geht's zurück auf unseren Parkplatz. Ich mache das immer so, um mich zu orientieren. Ich setze bei Google Maps einen Punkt, weil es ist mir schon mal passiert, dass ich mein Auto nicht mehr wiedergefunden habe. Ich habe es irgendwo geparkt, weiter weg, und bin dann durch die Stadt gelaufen. Und plötzlich wusste ich nicht mehr, wo mein Auto ist. Und jetzt mache ich das immer so mit dem Punkt bei Google Maps und dann kann ich mich im Notfall dorthin navigieren. Da sind wir schon angekommen. Sieht man da auf dem Berg? Ich versuche das mal ranzuzoomen. Das ist eine kleine Kirche. Die ist praktisch fast ganz oben auf dem Berg. Und das untere, das ist auch irgendwie eine Burg, oder? Aber das sieht man schlecht, schade. Ja, hier ist der Parkplatz. Ohne Navigation habe ich ihn wiedergefunden. Ja, das ist auch ein kleiner Tipp, wer da drunter durchpasst, 1,90. Das ist ein kostenloser Parkplatz in Riva del Garda. Und wir sagen jetzt Bye-bye, Gardasee, und machen uns auf Richtung Norden. Morgen soll unser Ziel die Seiseralm nochmal sein.